hochwertige Software für die Automation effizient entwickeln. Hier setzt der erste Automation Software Engineering Kongress an. Damit Softwareentwickler in der Automatisierung langfristig am Markt bestehen können, müssen ausgereifte Entwicklungsprozesse etabliert werden. Wir sind als Softwareanbieter in der Automatisierungstechnik weit verbreitet und versuchen wirklich neue Möglichkeiten und verbesserte Features den Kunden an die Hand zu geben. Aber wir finden, dass das oft sehr zögerlich erst angenommen wird. Das hat Vorteile, aber da ist deutlich an Innovationspotenzial da. Wir versuchen mit unserem Produkt Codesys da Möglichkeiten an die Hand zu geben. Aber man muss es natürlich auch einsetzen und deswegen fand man das gut, dass es ein Forum gibt, wo wir das auch zeigen können, was drin ist und was geht. Der ASE-Kongress vermittelt Grundlagen und anwendungsbezogene Kenntnisse für die Zielgruppe Softwareentwickler in Maschinenbau und Automation. Er gibt Impulse für den Einsatz neuer Technologien, Methoden und Prozesse. Und er ermöglicht den Know-how-Austausch zwischen verschiedenen Branchen und Anwendungsfeldern. Engineering ist außerordentlich wichtig, wenn man Innovation machen will. Und wir leben, glaube ich, im Moment gerade in einer Zeit, wo sich massiv was ändert. Und früher hat man eigentlich immer gedacht, Produktion ist wichtig und die auch Effizienz in der Produktion. Und ich glaube, wenn man Innovation in Zukunft schnell und effizient machen will, muss man sich überlegen, wie man Engineering macht. Und deswegen ist dieser Kongress genau richtig.